Hallo, in diesem Video betrachten wir Relationen, die in einer Menge definiert sind, also nicht zwischen zwei Mengen, sondern in einer Menge. Und solche Relationen können gewisse Eigenschaften haben, wie zum Beispiel Reflexivität, Symmetrie oder Transitivität. Und in diesem Video, da geht es um die Reflexivität. Und da rufen wir mal die erste Internetseite auf. Das ist diese hier. Gut, fangen wir mit der Definition an, also mit der Definition einer reflexiven Relation. Und zwar lautet die: Wir nennen eine zweistellige Relation R in einer nicht leeren Menge M reflexiv, wenn jedes Element aus M zu sich selbst in Relation steht. Ja, das ist hier folgendermaßen geschrieben: X steht in Relation zu X. Und das soll gelten für alle. Dieses Zeichen hier heißt für alle x aus der Menge m. Ja, anstatt diesen Zeichen kann man auch so ein umgekehrtes a nehmen, dieses hier. Ja, das heißt auf jeden Fall für alle, entweder so geschrieben oder so. Gut, dann gucken wir uns mal an, was das im Pfeildiagramm bedeutet. Hier haben wir also eine Menge m mit vier Elementen, a, b, c und d. Und man sieht, diese Menge hat an jedem Element einen Ringpfeil, also einen Pfeil, der wieder zum Ursprung zurückgeht. Ja, der Pfeil beginnt bei A und endet bei A. Das gleiche haben wir beim Element B, der Pfeil beginnt bei B und endet bei B. Ja, und das gleiche bei C und D. Man nennt diese Pfeile Ringpfeile, und wenn an jedem Element so ein Ringpfeil ist, dann ist die Menge reflexiv. Als nächstes nehmen wir an, dass diese Relation hier im Koordinatensystem gegeben ist, also hier. Ja, und da fragen wir uns wieder, wie kann ich jetzt erkennen, ob die Relation reflexiv ist? Also bei der Pfeildarstellung, da erkenne ich das an den Ringpfeilen. Ja, bei jedem Element muss ein Ringpfeil vorhanden sein. Und bei der Darstellung im Koordinatensystem erkenne ich das, dass alle Elemente auf der Hauptdiagonalen vorhanden sind. Ja, das heißt also, A steht in Relation zu A, B steht in Relation zu B, C steht in Relation zu C und D steht in Relation zu D. Ja, alle Elemente auf der Hauptdiagonalen müssen vorhanden sein. Das sind diese dicken schwarzen Punkte. Gut, hier unten habe ich dann noch Beispiele angegeben, zum Beispiel das Gleichheitszeichen, ne, das ihr aus der Schule kennt, das ganz normale Gleichheitszeichen, das ist eine reflexive Relation. Oder ein zweites Beispiel ist die Aussage ist parallel zu. Ja, das ist auch eine Relation aus der Geometrie. Und warum ist das eine reflexive Relation? Weil eben jede Gerade in der Ebene zu sich selber parallel ist. Ja, die Gerade A ist zu A parallel, die Gerade B ist zu B parallel, die Gerade C ist zu C parallel und die Gerade D ist zu D parallel. Gut, dann fahren wir jetzt wieder zurück. Also das waren die reflexiven Relationen. Und jetzt betrachten wir noch einen Sonderfall. Und zwar die sogenannte Identitätsrelation. Ich klicke mal drauf. Die erkennt man im Pfeildiagramm, dass nur Ringpfeile vorhanden sind. Also bei einer reflexiven Relation dürfen ja auch noch andere vorhanden sein, aber bei einer Identitätsrelation, da sind nur diese Ringpfeile vorhanden. Beziehungsweise im Koordinatensystem, da erkenne ich das daran, dass nur die Elemente auf der Hauptdiagonalen vorhanden sind. Ne? Alle anderen Elemente dürfen nicht vorhanden sein. Ja, gucken wir uns mal so ein Beispiel an. Das ist zum Beispiel wieder die ganz normale Gleichheitsrelation, also das Gleichheitszeichen. Ne? Nehmen wir mal an, hier stehen die natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, hier auch 1, 2, 3, 4. Da kann man sagen, 1 ist gleich 1, ja, aber 1 ist nicht gleich 2 oder nicht gleich 3 oder nicht gleich 4. Und genauso hier das B, das hatten wir gesagt, das ist 2. 2 ist gleich 2, aber 2 ist nicht gleich 3 und nicht gleich 4 und auch nicht gleich 1. Ja, oder die Relation hat den gleichen Fingerabdruck wie.
Es gibt ja keine zwei Menschen, die den gleichen Fingerabdruck haben. Deshalb hat nur die Person A den gleichen Fingerabdruck wie A, also wie man selber. Oder B hat nur den gleichen Fingerabdruck wie B. Oder C hat nur den gleichen Fingerabdruck wie C. Ja, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin. Ich weiß ja nicht, wie das bei Zwillingen ist. Vielleicht wisst ihr das ja. Ja, oder falls ihr aus der Computertechnik kommt, da gibt es die sogenannte MAC-Adresse. Jede Netzwerkkarte in einem PC hat weltweit eine einmalige Seriennummer. Ja, die dient auch dazu, dass die Polizei dann herausfindet, wer da Blödsinn gemacht hat. Ja, und das ist auch so eine Identitätsrelation, nämlich die Relation hat die gleiche MAC-Adresse. Gut, dann sind wir hier fertig und wir gehen wieder zurück. Gut, also das waren die reflexiven Relationen und ein Sonderfall, die sogenannte Identitätsrelation. Kommen wir jetzt zu den nicht reflexiven Relationen. Ja, ich klicke da mal drauf und da sehen wir erstmal die Definition. Gucken wir uns erstmal formal an, was die einzelnen Zeichen heißen. Also dieses V hier, das ist der sogenannte Existenzquantor. Der wird aber meistens so geschrieben, als umgedrehtes E. Ja, ich habe ihn jetzt mal hier so geschrieben, das ist schon eine ältere Internetseite, aber kann man so schreiben oder so. So, und dieses Zeichen hier heißt nicht. Ja, dieser Balken hier. Dann haben wir hier noch das Element X aus der Menge M und das R heißt steht in Relation. So, und die Definition sagt jetzt, dass eine zweistellige Relation in einer nicht leeren Menge M nicht reflexiv ist, wenn für mindestens ein Element x aus der Menge M gilt, dass x nicht in Relation zu x steht. Ja, also dass das falsch ist, dass x in Relation zu x steht. Gut, gucken wir uns jetzt an, wie das Ganze im Pfeildiagramm aussieht. Da scrolle ich mal nach unten. So, hier haben wir das Pfeildiagramm. Da haben wir wieder eine Menge M mit vier Elementen, A, B, C und D. Und eine nicht reflexive Relation, die erkenne ich daran, dass bei mindestens einem Element kein Ringpfeil vorhanden ist. Ne, das ist zum Beispiel hier bei B der Fall. Außerdem noch bei D, aber wie gesagt, es reicht bereits ein Element, wo kein Ringpfeil dran ist und schon habe ich eine nicht reflexive Relation. Ja, und dann gucken wir uns noch an, wie ich so eine nicht reflexive Relation im Koordinatensystem erkenne. Da gucke ich einfach wieder auf der Hauptdiagonalen nach. Ja, und wenn ich auf der Hauptdiagonalen ein Element finde, das nicht vorhanden ist, ja, dann habe ich eine nicht reflexive Relation. Und hier sind es sogar zwei Elemente, nämlich dieses hier und dieses hier. Ja, da ist kein dicker Punkt. Da fehlen also zwei Elemente auf der Hauptdiagonalen. Und wie gesagt, es reicht bereits ein Element aus, was fehlt. Und schon habe ich eine nicht reflexive Relation. Gut, dann gucken wir uns nochmal die Beispiele hier unten an. Ja, schauen wir uns mal das erste Beispiel an. Die Relation soll lauten, x ist gleich dem Quadrat von y, ja, in der Menge der ganzen Zahlen. Gut, für das Element 1 stimmt das noch, denn 1 ist das gleiche wie 1 Quadrat. Ja, und somit habe ich am Element 1 einen Ringpfeil. Bei der Zahl 2, da habe ich allerdings keinen Ringpfeil mehr, denn 2 ist nicht das gleiche wie 2 Quadrat. Ja, das heißt, ich habe Elemente auf der Hauptdiagonalen, aber nicht alle. Ne? Schon bei der Zahl 2 habe ich ein Gegenbeispiel gefunden und somit ist die Relation nicht reflexiv. Gut, dann fahren wir jetzt wieder zurück. Gut, kommen wir jetzt zu den antireflexiven Relationen. Die werden manchmal auch irreflexive Relationen genannt. Ich klicke da mal drauf. Und zunächst einmal gucken wir uns das Pfeildiagramm an. Also im Pfeildiagramm erkenne ich die daran, dass überhaupt kein Ringpfeil vorhanden ist. Ich habe hier eine Menge mit vier Elementen, A, B, C, D und man sieht, an keinem Element ist ein Ringpfeil zu finden. Ja, oder hier im Koordinatensystem erkenne ich das daran, dass kein Element auf der Hauptdiagonalen vorhanden ist. Ja, ein Beispiel kann man auch ganz einfach angeben, nämlich die Relation ist größer als. Ja, die kennt ihr aus der Schule, das ist dieses Zeichen hier,
ist größer als, und ihr wisst ja, keine Zahl ist größer als sie selbst. 3 ist niemals größer als 3. 2 ist nicht größer als 2. 1 ist nicht größer als 1. Ja, und deshalb ist diese Relation antireflexiv. Ja, könnt ihr auch hier sehen, stellt euch vor, hier steht nicht A, B, C, D, sondern 1, 2, 3, 4. Ja, hier auch, hier steht nicht A, B, C, D, sondern 1, 2, 3, 4. Ja, dann ist zum Beispiel 2, ne, da wo B steht, müsst ihr euch jetzt die 2 denken. 2 ist nicht größer als 2 und deshalb steht hier auch kein dicker Punkt. Ja, und so ist das auch mit allen anderen Zahlen, 1, 2, 3, 4. Deshalb gibt es auf der Hauptdiagonalen keine Elemente. Ja, wir sind am Ende und wir wollen nochmal eine Zusammenfassung machen. Also der graue Kasten, das sind alle Relationen und die können ja hier so in einem Koordinatensystem dargestellt werden. Ja, und man kann diese Relation einteilen in reflexive und nicht reflexive Relationen. Das ist einmal der linke blaue Kasten und einmal der rechte blaue Kasten. Ja, links sind die reflexiven Relationen, rechts sind die nicht reflexiven Relationen. Die reflexiven Relationen, die erkennt man daran, dass auf der Hauptdiagonalen alle Elemente vorhanden sind. Und die nicht reflexiven Relationen erkennt man daran, dass mindestens ein Element auf der Hauptdiagonalen fehlt. Und das ist im Beispiel dieses hier. Ja, da habe ich also den Kreis nicht ausgefüllt, sondern so offen gelassen. Ja, also reflexive Relation, alle Elemente auf der Hauptdiagonalen vorhanden, beziehungsweise jedes Element hat einen Ringpfeil. Nicht reflexive Relation, mindestens ein Element auf der Hauptdiagonalen fehlt, beziehungsweise mindestens ein Ringpfeil fehlt. Ja, und dann gibt es zu jedem dieser beiden Fälle, also zu den reflexiven und nicht reflexiven Relationen, zu beiden Fällen gibt es jeweils einen Sonderfall. Das ist einmal dieser rote Kasten und einmal ist das dieser rote Kasten. Ja, und da fangen wir mal auf der linken Seite an. Ja, bei den reflexiven Relationen, da haben wir gesagt, die Elemente auf der Hauptdiagonalen müssen besetzt sein. Ja, aber was mit den anderen Elementen ist, da haben wir gar nichts drüber gesagt. Das ist sozusagen egal. Deshalb habe ich da auch nichts hingezeichnet. Ja, aber es gibt den Sonderfall, dass man fordert, dass alle anderen Elemente nicht vorhanden sind. Das sind diese Kreise, die nicht ausgefüllt sind. Ja, oder wenn man das auf ein Pfeildiagramm bezieht, dann würde man sagen, es sind nur Ringpfeile vorhanden. Alle anderen Pfeile sind nicht vorhanden. Ja, und wenn das der Fall ist, dann haben wir den Sonderfall der Identitätsrelation. Gut, dann gehen wir zur rechten Seite, zu den nicht reflexiven Relationen. Auch die haben einen Sonderfall, nämlich die antireflexiven Relationen. Ja, bei den nicht reflexiven Relationen, da reicht ja bereits ein fehlendes Element auf der Hauptdiagonalen aus, um die Relation nicht reflexiv zu machen. Ja, beziehungsweise ein fehlender Ringpfeil, wenn ein Element keinen Ringpfeil hat. So, jetzt kann man aber fordern, dass kein Element auf der Hauptdiagonalen vorhanden ist, ne, beziehungsweise kein Element einen Ringpfeil hat. Ja, dann ist diese Relation nicht nur nicht reflexiv, sondern antireflexiv. Ja, ich wiederhole nochmal, die Relation ist nicht reflexiv, wenn mindestens ein Element auf der Hauptdiagonalen fehlt, beziehungsweise ein Ringpfeil fehlt im Pfeildiagramm. Und sie ist antireflexiv, wenn alle Elemente auf der Hauptdiagonalen fehlen, beziehungsweise im Pfeildiagramm alle Ringpfeile. Gut, das war's erstmal. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.